Hallo, willkommen zu diesem neuen Video. Es ist Montag, der 8. Januar 2024. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in das neue Jahr. Mit ein paar Bildern aus dem letzten Jahr möchte ich mich bei euch bedanken und halt etwas Redezeit vor dem eigentlichen Film haben. Durch das internationale Transalp-Treffen am Mount Olymp in Griechenland sind wir nach Griechenland gekommen und Griechenland hat uns richtig gut gefallen. Naja, Südfrankreich ist etwas näher, da sind wir auch im letzten Jahr nochmal nach Südfrankreich gefahren, um einfach ein paar neue Strecken auszuprobieren und am Meer die Seele etwas baumeln zu lassen. Schön am Motorradfahren ist ja, dass man sehr reduziert ist. Ich habe dann Stöpsel in den Ohren, ich bin für mich, ich bin aktiv in der Landschaft, ich fahre da so schön vor mich hin. Wir fahren langsam und gemütlich und können die Landschaft genießen. Da vergisst man alles um sich herum und ist ein Teil der Landschaft und fühlt sich wohl und vergisst, was zu Hause alles immer so auf einen zukommt, wie lüftungsbesessene Nachbarn. Da ich in der Firma etwas vergessen hatte und es so schönes Wetter war, habe ich mich angezogen, auf den Roller geschwungen, habe mir noch was zu trinken mitgenommen, was ich dann in der Firma brauche, und bin losgefahren. Das war toll. Mein Interesse galt dem neuen Fahrradweg, der von Hüttenfeld nach Viernheim geht. Vor ein paar Jahren ist die Straße neu gemacht worden. Die Verantwortlichen waren der Meinung, es sei nicht genug Radverkehr, Fahrradverkehr, und haben einfach nur rechts und links so einen Streifen hingemacht und weiße Linien, die brummen, wenn man mit den Autorädern draufkommt. Ich bin da öfter mal gefahren. Ich fand es sehr gefährlich, gerade auch in der Nacht, wie ich noch mehr Rennrad gefahren bin, war das doch sehr unangenehm, dort zu fahren. Früher, wenn man Richtung Viernheim gefahren ist, war dann ein Überholverbot aufgehoben Schild. Die meisten Autofahrer haben aber das Gaspedal ordentlich durchgetreten und ich bin da auch oft überholt worden, weil es waren ja 80 km/h, nur das Überholverbot war aufgehoben. Es wäre schön, wenn die 70 km/h dauerhaft bleiben würden, das wäre echt super, denn dort sind auch viele Tiere unterwegs, Rehe und Wildschweine, Igel und Hasen. Denen kommt es dann auch zugute, wenn die Autos nicht so schnell fahren. So aus der Perspektive des Rollerfahrers ist der Fahrradweg richtig schön geworden. Und wenn die Temperaturen milder sind, werde ich ihn demnächst auch mal fahren. Ui, die Autofahrer fahren auf alles so brav hier vorbei. Guck mir ja den neuen Fahrradweg nach von Nüttenfeld nach Viernheim an. Und die bremsen alle da vorne ab. Da. Ich denke, die stehen hier, die denken, hier steht was anderes. Dabei stehen die Gelbwesten noch am Kreisverkehr da vorne hier. Volles Rohr. 12 Uhr mittags war durch. Da hatten die Revolverhelden wohl den falschen Zug genommen. Oder der hat einfach nur Verspätung gehabt. Naja, an Lurch ist er dann wohl vorbeigefahren. Hier sehen wir eine Hundewiese und eine Wiese, wo Menschen auch mal rennen können. Dann gibt es noch einen Skatepark. Das alles ist an der ehemaligen Riedring-Rennstrecke. Im Geopark sind immer viele Hundespaziergänger unterwegs, die natürlich mit dem Auto hier rausfahren müssen. Dann gibt es noch einen Waldkindergarten und da zähle ich mittags, wenn ich vorbeifahre, die Leute ihre Kinder abholen, oft 14 Autos. Ohne den Waldkindergarten könnte mein Kind ja gar nicht schön die Natur erleben. Leider habe ich keine Kinder, aber ich wäre da auch mit dem Fahrrad gefahren und hätte das so geholt, mit dem Hänger oder heute gibt es ja schöne Transporträder. Einen Platz zu finden, an dem man mal alleine für sich ist, ist in der Metropolregion sehr schwierig. Ich stehe hier auch am Fahrradweg, der von Lorsch nach Hüttenfeld führt.
Man kann dann aber auch viel weiterfahren. Oder man kann Richtung Westen schön auf der Riedlinie nach Mannheim zum Karlstern fahren. Es gibt viele Möglichkeiten, es ist fast alles komplett flach. Man kann ganz toll Fahrrad fahren und das machen auch viele hier. Das finde ich gut. Ganz klar kann man auch am Naturschutzgebiet Weschnitzinsel vorbei nach Heppenheim fahren. Oder Bensheim oder weiß der Teufel wohin. Also die meisten Wege sind asphaltiert und gut befahrbar. Die Bauern halten die eigentlich auch schön sauber, wenn sie pflügen oder eggen. Das ist schon toll. Also man hat es hier richtig gut. Also alle sind verwöhnt. Hier im Kreisverkehr habe ich mal einen Test mit meinem Lavalier-Mikrofon gemacht, der in die Hose gegangen ist, was aber nicht so schlimm ist. Man muss die neuen Sachen ja immer mal in Ruhe ausprobieren. Manche Autofahrer haben da etwas langsam gemacht, vielleicht waren sie durch meine gelbe Weste irritiert. Ein BMW-Autofahrer hat auch noch spontan angehalten und hat gefragt, ob er mir helfen kann. Ich hätte für ihn ja noch eine zweite Gelbweste dabei gehabt. Doch soweit habe ich in dem Moment nicht gedacht. Ich habe mich bedankt und habe ihn weiterfahren lassen. Im Laufe der Geschichte hatte Lohr Streiklöster. Die haben sich in und um Lohr verteilt. Um dieser Geschichte irgendwie mal ein Zeichen zu setzen, hat man diesen schönen Mönchskreisel installiert. Ich finde, dass der gut aussieht und auch das Ganze modern aufnimmt. Das sind die Mönche, die mit gesenktem Kopf warten, dass die Fastenzeit vorübergeht. Daneben stehen drei Bischofsstäbe und man hat es also wirklich schön gemacht. An der Morgensonne und in der Abendsonne sieht es am allerschönsten aus. Auch bei Vollmond. Dann wirft es Schatten und ganz toll. Unweit davon ist der Wohnmobilstellplatz. Ich denke ja auch immer mal über Vanlife nach und ein Wohnmobil. Aber dafür könnte ich viele Roller kaufen oder halt mal ein Roller, ein Motorrädchen und zweimal um die Welt fahren. Auf dem Platz stand vor ein paar Jahren das Tiny House der Familie Lochmann, die damit irgendwie auf große Tour gehen wollte. Wisst ihr, was aus denen geworden ist? Ich habe da schon mal gegoogelt, aber nichts gefunden. Zwischen dem Kloster Loesch und dem Kloster Altenmünster, was an der Weschnitz ist und bei dem sich auch in der Nähe der alte Tabakschuppen befindet, haben sie einen schönen Weg gemacht, auf dem man Lust wandeln kann. Noch besser wäre es, wenn da Bäume stehen würden, die Schatten spenden. Sonst wird einem im Sommer schnell durstig. Ja, man bekommt da Durst, den man später dann in der Hausbrauerei löschen kann. An die Motorradfahrer hat man auch gedacht. Gegenüber ist das Sägewerk Koch. Als Schüler war ich mal mit der Schulklasse dort und wir haben deren Dampfmaschine betrachtet. Die Königshalle sieht man hier. Wenn ihr die von vorne anschauen wollt, dann kommt doch am besten selber mal nach Loesch. Loesch ist wirklich sehenswert. Also ich genieße immer den Blick auf den Odenwald. Das ist natürlich Spaß. Hier haben wir den Kirchenrest auf dem Klosterhügel. Wer Klöster in Ettal oder Einzel in der Schweiz kennt, wird im ersten Moment vielleicht etwas enttäuscht sein. Aber ich finde, wir sind da gut aufgestellt und haben einiges zu bieten in und um Loesch. Zu Hause gab es eine leckere Suppe, an der ich mir die Hände und den Bauch wärmen konnte.